Hi, ich bin Judith, ich bin 17 Jahre alt und ich möchte euch heute einfach mal erzählen, wie ich so den Herrn im Alltag erlebe, weil ich glaube doch, dass viele so denken, ja, der Herr hat so früher gewirkt und so früher war das so vielleicht ganz cool, so vor 2000 Jahren, aber jetzt sieht man ja nichts mehr oder so. Und dann möchte ich euch einfach mal erzählen, was ich so erlebt habe. Und zwar hat es alles damit angefangen, dass ich geboren wurde mit einer Fehlstellung in der Hüfte. Und darauf sind dann auch ganz viele Operationen eben gefolgt. Und dann so mit 15 oder so hatte ich dann plötzlich am Handgelenk, keine Ahnung, wo das herkam, einfach hier so ein Huckel. Und der war einfach, das war so eine Flüssigkeitsansammlung und die kam eben durch Überbelastung, wie mir dann so ein Arzt erklärt hat, wo ich dann zu dem gegangen bin und gefragt habe, was das ist. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, wo kommt das her? Und habe ich mir dann einfach auf die Suche gemacht und bin dann auch zu einer anderen Ärztin eben gekommen und die hat mir dann so erzählt, ja, ich darf dann auf gar keinen Fall belasten, ich darf nicht Fahrrad fahren, weil da gibt es ja Stöße, ich darf auch nicht klettern, weil da belastet man ja auch das Handgelenk. Und dann war das erstmal so, wow, okay, das hat sich so voll schlimm angehört bei ihr und hat sie gesagt, ja, das kann man nur durch eine Operation wegkriegen und habe ich irgendwie gemerkt, das ist es nicht. Weil das ist ja dann irgendwie nicht die Ursache bekämpft, warum ich das habe, sondern das ist halt nur einfach, man schneidet diesen Flüssigkeitsansammlung raus, diesen Beutel oder diesen Luftballon, kann man es so nennen. Und, aber die Ursache, warum ich es habe, ist ja nicht weg. Und dann habe ich irgendwie so gedacht, hä, es gibt doch eine Lösung oder warum ist das so? Und dann bin ich jetzt ungefähr ein Jahr später dann beim Heilpraktiker gelandet, wegen meiner Hüfte eigentlich. Und dann hat der mich untersucht und dann erzählt, ich habe eben eine Narbe, die durch diese Operation entstanden ist. Die verzieht mein Becken und dadurch wird meine Wirbelsäule schief. Und wenn das, dadurch, dass meine Wirbelsäule schief wird, sind dann auch die Knochen am Arm unterschiedlich. Also die Elle und die Speiche sind nicht mehr so parallel nebeneinander, sondern eine ist so ein bisschen, sie sind so ein bisschen von der Länge verschoben. Also sie sind nicht mehr vorne auf einer Ebene. Und dadurch, wenn dann eben Belastung drauf kommt, wie bei mir, eben da, dann bildet sich so eine Flüssigkeitsansammlung. Und das fand ich voll krass, weil das hat mir niemand erzählt, dass das so eine Auswirkung hat, eine Narbe an der Hüfte, dass die das auslösen kann am Arm, weil da sieht man eigentlich keinen Zusammenhang. Und dann hat er so gesagt, ja, ich soll einfach mal die Narbe immer massieren. Und das habe ich dann mal an einem Abend gemacht. Und dann bin ich am nächsten Tag aufgestanden und das Coolste war, dieses Ganglion, also diese Flüssigkeitsansammlung, war einfach weg. Über Nacht, was ich anderthalb Jahre davor hatte und durch nichts weg oder nicht bekommen habe, war einfach weg. Also ja, was heißt nicht ganz weg, sondern es ist, man sieht es vielleicht ganz minimal, dann noch ein ganz kleiner Huckel, aber der stört mich nicht. Und der macht auch keine Probleme, also das passt total so. Und das Coole ist halt eben, ich hatte zwei Tage danach meine Massageprüfung in der Schule und das mega Coole war halt, ich habe mich da irgendwie ein bisschen dafür geschämt und mir war das so ein bisschen peinlich mit dem, weil das sah halt ein bisschen aus, wie jetzt würde da nochmal so ein Knochen hervorschauen, als hätte ich da irgendwie so eine voll die Fehlstellung. Und ja, ich habe mich da einfach ein bisschen so geschämt und dann zwei Tage vor der Massageprüfung, also wo die Lehrerin mir auf die Hände schaut, genau da ist es verschwunden. Also die Lehrerin hat nichts gesehen und das ist einfach mega cool. Und ich möchte dich mit diesem Video einfach motivieren, dass du auch nicht nach diese Auswirkungen oder die einfach bekämpfst, sondern wirklich nach den Ursachen suchst. Sondern und die wirklich bekämpfst, weil das macht dann auch sehr glücklich über lange Zeit und das verhält eben. Und ich wünsche dir einfach viel Kraft beim Ausharren, bis du deine Ursachen gefunden hast und auch, dass du sie eben beheben kannst. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Deine Judith.